klar, legen wir los. Die letzte im Dino-Park. Dann ist das Dino-Camp endlich fertig. Okay, und fertig. So, das sollte halten. Jetzt kann ich die Dinos von überall sehen. Kleiner, was machst du denn hier? Du hast mich so erschreckt, ich wäre hier beinahe von der Leiter gefallen. Hätte böse enden können. Okay. Wow. Du gehst mir schon fast bis hier. Bist ja richtig gewachsen, Kleiner, und wirst immer größer. Wir brauchen einen größeren Park für Riesen wie dich. Warte mal kurz. Wolltest du von diesem Baum hier fressen? Von dem kannst du aber nichts fressen. Es ist Mitte Januar, da hängt kein einziges Blatt am Baum, okay, Kleiner? Du musst da rübergehen und vom Dino-Futter fressen, das Park Ranger OB gestern für dich hingestellt hat. Mann, ich wundere mich, wo Park Ranger Aaron steckt. Wo ist der nur hin? Ist der das da drüben? Oh, apropos Park Ranger OB. Da ist er endlich. Ich rede mit ihm über das Dino-Camp. Wow, Park Ranger Aaron, wofür brauchst du die Leiter? Oh, hey, Park Ranger OB. Ja, ich war auf der Leiter, weil ich die letzte Kamera im Dino-Camp installiert habe. Oh yeah! Die Systeme sind jetzt einsatzbereit. Und wir können die Dinosaurier von jedem Ort im Park aus beobachten. Das wird cool. Oh ja. Also, wo ist der? Oh, der Monitor, der kleine portable Bildschirm. Der ist im Dino-Headquarter. Wollen wir hingehen? Ja, aber klar. Na dann los! Los geht's, haha. Es wird schon spät. Wir sollten besser... Was? Oh, sieh dir das an. Sieht aus wie Clownspuren. Ja. Vielleicht sind es Dinosaurier-Clown. Was denkst du, was könnte das gewesen sein? Was meinst du? Frische T-Rex-Clownspuren. Nein, das war kein T-Rex, denn T-Bone ist doch ganz weit weg hinten in seiner Koppel. Also ich denke nicht, dass er das getan hat. Wer weiß schon, was hier nachts Vielleicht so... Vielleicht ist es von Mami T-Rex. Die mysteriöse Mami T-Rex. Ja. Die wir noch nie zuvor gesehen haben. Boah, lass sie uns aufspüren. Du hast recht, wir müssen sie finden. Aufspüren. Ich hab's. Wir nehmen einen der Verfolger Schlummerdarts. Oh ja. Komm schon, wir gehen rein und holen ihn und spüren Mami T-Rex auf. Okay. Okay, rüsten wir uns auf. Bereit machen zum Aufspüren. Mützen auf. Yeah. Bereit? Yeah. Los geht's. Finden wir Mami T-Rex. Immer einsatzbereit. Ab in den Dinonator. Okay. Yeah. Warte, halt, stopp. Warte. Sie könnte gefährlicher sein als T-Bone. Oh ja, das könnte ein wirklich gefährlicher T-Rex sein. Okay, wir sollten fähig sein, uns zu verstecken, wenn wir da draußen im Dinonator unterwegs sind. Was? Oh ja, Camouflage. Das ist eine gute Idee. Und hopp! Naja, fast. So, wir haben's. Alles klar. Hey, das ist ziemlich cool, Mann. Das wird den Dinonator perfekt tarnen. Ja, aber wir brauchen noch Camouflage an uns. Ja, also ich bin noch ziemlich grün hinter den Ohren. Haben wir noch Camouflage? Yeah! Oh ja, aber das blaue Handtuch wird nicht funktionieren. Ja, das würde draußen auffallen. Hülle dich gut darin ein, okay? Nehmen wir ein paar von den Wäscheklammern. Ich brauche noch eine. Alles klar. Ja. Yeah. Bereit? Ja. Okay, lass uns Mami T-Rex finden. Hier, vergiss nicht deinen Schlummerdachpflaster. Und schön anschnallen. Okay, jetzt geht's los. Volle Fahrt voraus! Okay. Du hältst Ausschau, ja? Natürlich. Also, ich sehe nichts. Und, wie sieht's aus? Noch immer nichts. In welche Richtung sollen wir jetzt? Da lang. Da lang? Ja. Gut, dann da lang. Halte gut Ausschau. Okay. Sie muss da irgendwo sein. Warte! Was ist? Ach doch nichts. War bestimmt nur ein Gürteltier oder so. Halte die Augen offen. Okay. Sind offen. Ja, gut so. Oh oh. Sieht so aus, als wäre der Weg hier zu Ende. Weiter kommen wir mit dem Dinonator nicht. Wir müssen raus und weiter zu Fuß gehen. Komm schon. Da lang. Was war das? Was war das? Ich hab was gehört. Klang wie ein Brüllen, oder? Ja. Hey. Was ist der das? Der Baum da drüben. Sieht aus, als hätte was davon gefressen. Ja. Oh, was ist das? Ja, was ist das? Oh. Wow. Sieh dir diesen riesigen Zahn an. Ja. Das ist definitiv ein T-Rex-Zahn, oder? Ich denke, der ist von Mami T-Rex. Ja, muss er sein. Also ich glaube, Mami T-Rex ist da lang. Okay. Oder sie ist da lang. Nein, sie ist bestimmt da lang. Nein, ich sag dir was. Wir teilen uns auf.
Du gehst dahin, ich gehe da lang. Dann sehen wir, wer sie zuerst findet. Achte auf die Umgebung, dass sich nichts an dich heranschleicht. Komm her, Mami T-Rex. Wo bist du, Mami? Ja, ich entsichere besser den Schlummer der Blaster hier. Wow. Ich wette, sie ist da lang. Großer Schritt. Okay. Das ist eine ziemlich gute Lichtung. Gleich hab ich dich. Dachtest wohl, du könntest dein Baby auf uns loslassen, ha? Huh? Nicht mit uns. Oh, warte mal. Ich glaube, ich bin da. Sie ist direkt da drüben. Okay, Mami T-Rex, mach dich bereit. Okay, ich habe einen Verfolgerschlummerdart für dich. T-Rex, wo bist du? T-Rex? T-Rex? Wo? T-Rex? T-Rex? Bereit, Mami T-Rex? Ich zähle bis drei. Eins, zwei, drei! Oh Mann, sie ist nicht da. Oh, der T-Rex hat ihn komplett abgenagt. Sie ist ganz nah. Ja. Ich sollte auf Spuren achten. Spuren, Spuren, Spuren. Ach, die Camouflage bringt überhaupt nichts. Runter damit. Spur? Nein. Irgendeine Spur? T-Rex! Ah! Okay, mal sehen. Was war das? Park Ranger Obi, du hast Mami T-Rex gefunden. Das klang wie ein Brüllen. Bitte komm, Park Ranger Obi. Park Ranger Obi, bist du da? Noch ein Brüllen. Oh hey, fast vergessen. Der Dino-Camp-Monitor. Da ist er. Er hat sie tatsächlich gefunden. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Ich muss zu ihm. Da geht's lang. Ich muss mich beeilen. Ich komme, Park Ranger Obi. Halte durch. Bin fast da. Obi, wo bist du? Ich glaube, er ist dort. Okay, ich komme, Obi. Alles klar, Park Ranger Obi. Ich komme, ich komme, ich komme. Hier muss er gewesen sein, weil da oben auch die Kamera hängt. Aber alles, was ich sehe, ist dieser Stein. Hey, dieser Stein hat Schuhe an. Tja, ich glaube, dass Park Ranger Obi weggelaufen ist, aber das macht er doch nicht ohne Schuhe. Okay, wo steckt er nur? Ah! Oh. T-Rex! Park Ranger Obi! Der T-Rex ist weg! Hey! Warum rennst du denn weg? Der T-Rex ist... Park Ranger Obi! Der T-Rex ist... weg. Okay, schätze, ich muss ihn alleine finden. Okay, ich bin sicher. Mami T-Rex ist hier lang. Ich hoffe, Park Ranger Obi hat es sicher ins Headquarter geschafft. Komm schon, T-Rex. Du bist hier, ich weiß es. Was war das? Klang wie ein Brüllen. Da vorne ist die Straße. Komm her, T-Rex! Oh Mann! Ich sehe Mami T-Rex einfach nirgendwo. Ich hab sie verloren. Die finde ich nie wieder. Hey, warte mal. Was war das? Oh, es ist Mami T-Rex! Rette sich, wer kann! Hier! Der Blaster! Getroffen! Es funktioniert. Ich verstecke mich hinter dem Fels. Da ist sie ja. Bis bald, T-Rex. Mami, du bist jetzt markiert und ich kann dich immer mit der Dino-Tracker-App sehen. Mal sehen, ob es funktioniert. Okay, los geht's. Los geht's. Oh yeah, da ist sie. Und sie bewegt sich weg von mir. Super, es läuft. Alles klar, Mami T-Rex. Jetzt weiß ich, wo du bist. Ich muss zurück und Park Ranger Obi im Headquarter treffen. Okay, bis dann. Der 3-Minuten-Fidget-Spinner dreht sich 3 Minuten. Was? Ein Dinosaurier ist aus seinem Paddock ausgebrochen. Ich rufe Park Ranger Aaron. Bitte komm, Park Ranger Aaron. Ja, schieß los, Park Ranger Obi. Da ist er.
ein Alarm in Paddock 12. Sieht aus, als wäre ein Dinosaurier entkommen. Was? Und welcher Dinosaurier denn? Ich weiß nicht, welche Dinos sich darin aufhalten. Ich sehe nach. Dann werde ich meine neuen Rinder mal zählen. Da ist eins. Noch eins. Paddock 12 steht bei mir gar nicht. Ja, ich wüsste auch nicht, wo das sein soll. Ich weiß, welcher Dino das ist. Hey, Despicable G, lass gefälligst unseren Dino-Pack in Ruhe. Ja, ich habe ihn aus dem Paddock gelassen. Er ist jetzt in der Anime-Minimal-Trinix-Tronix bei der elektrischen Figuren-Show. Was? Diese Show mit Dino-Figuren? Alter, gar nicht cool, Mann. Oh Mann, da sind aber echt viele Leute. Wir sollten sofort dahin. Okay, Park Ranger Obi, ich werde dich jetzt abholen und dann fahren wir zur Dino-Show. Bin gleich bei dir. Okay, ich warte. Jetzt schnell dahin. Okay, Park Ranger Obi, das ist die Dino-Show, von der Despicable G sagte, die Dinosaurier wären alle hier hingelaufen. Okay. Also holen wir jetzt was im Geschenkeladen, suchen dann die Dino und locken ihn raus, bevor er jemanden erwischt. Dann los. Dann los. Hey, da ist es. Entdecke die entfesselten Dinosaurier. Cool. Sehen wir es uns mal an. Hey, Park Ranger Obi. Ein Zoelophysis. Alter, du hast ihn erkannt. Ist ja Wahnsinn. Glaubst du, das ist ein mechanischer Dino oder ist er echt? Das muss eine Figur von der Show sein, weil er seine Füße nicht bewegt. Oh gut, dann können wir schon mal ausschließen, dass wir uns um den kümmern müssen. Ja. Wir müssen weitersuchen. Cool. Auf geht's. Cool. So, und ein solcher Sauber. Alter, du lässt mich ja nicht mal fragen. Hey, weißt du, wer gerne einen Saltasaurus hätte? Wer? Nana. Oh ja. So gerne, wie sie Salz isst. Der ist in echt über 12 Meter groß. Der ist riesig, wow. Mann. Wie ein Brontosaurus, ja, oder? Aber er ist ein Pflanzenfresser. Ja. Frisst also nur Pflanzen zum Glück. Salz. Und Salz, ja, vielleicht auch das. Gut, sehen wir nach, was wir noch und so finden. Los. Hey, Park Ranger OB, hast du den Dino endlich gefunden? Nein. Wir müssen weiter Ausschau halten, ja? Okay. Dann los. Okay, kennst du den Namen von dem Kollegen? Ein Herrerasaurus! Cool! Mann, du liegst wieder mal goldrichtig! Super! Okay, ja. Ich bin mir sicher, das wird kein echter sein. Ja. Aber er ist echt gut gemacht, cool, oder? Aber wir sollten jetzt den Dino finden, den Despicable G freigelassen Suchen hat. Suchen wir! Sieh dir den an! Wow! Sieh dir den hier mal wow, an! Wow! Ein Dilophosaurus! Ja, Alter, das ist ein Dilophosaurus! Cool, es ist wie riesig. Ein herrlicher Dilophosaurus! Oh ja, den will man lieber nicht anfassen. Nein. Aber wir sind trotzdem sicher. Das ist keiner von denen, die Despicable G rausgelassen hat. Wir suchen weiter. Da lang! Yay. Los! Wow, wow, ein Allosaurus! Ich weiß, Mann. Und wie toll der aussieht! Ein richtig großer! Riesig! Hey, was ist das da drüben? Finden wir es raus? Ja, aber erstmal wird dich der Allosaurus packen. Nein! Wow, hier gibt's sogar einen Deinonychus! Ah ja, Deinonychus, ein 3 Meter langer Fleischfresser. Sieht fast aus wie ein Raptor, hey, oder? Hey, sein Auge hat sich vergrößert und wieder verkleinert. Ja. Gerade eben erst. Er blinzelt auch. Wow, die Augen werden größer. Wow, echt erstaunlich. Oh. Okay, er ist wirklich super animiert. Man glaubt, er sei echt. Ja. Ja, ist aber nicht. Zum Glück. Aber zu unser aller Glück. Er frisst dich trotzdem. Los, Park Ranger Obi, komm schon, du kannst Erster werden. Gib Gummi, Mann. Tu ich. Oh, er hängt an der Bande. Alles klar, aber es geht weiter. Er hat die Witterung aufgenommen. Er weiß, wie man ein Rennen mit einer lahmen Krücke bestreitet. Oh yeah, hab den ersten Platz belegt. Ich hab den ersten Platz. Erster Platz? Echt? Yeah. Cool, dann suchen wir mal weiter nach Dinos. Ich glaube, er will dich beißen. Nein, dich. Nein, dich. Okay. Wie heißt der? Ein Stegosaurus. Ja, Mann. Hey, diese Figuren sind großartig. Sieh mal, wie toll die Bewegungen gesteuert werden. Boah. Sieht wirklich echt aus. Ist aber nicht, oder? Nein. Aber klasse. Cool. Was für eine tolle Dino-Show. Vielleicht finden wir noch einen T-Rex irgendwo. Los! Hier. Wow, ein T-Rex. Hammer, Alter. Ein großer, furchtbarer T-Rex. Ja. Sieht aus, als wolle er dich beißen. Okay. Was aber gut an diesem T-Rex ist, ist, dass er ziemlich sicher nicht echt ist. Denn dann wäre er deutlich größer, ja, stimmt's? Aber er sieht trotzdem wirklich cool aus, oder? Okay, dann suchen wir mal lieber... Oh, sehen wir doch mal da drüben nach. Ja, aber der frisst ihn trotzdem. Die sind ja alle hinter mir her. Mann, sieh dir das mal an. Ein... Spinosaurus, wow, ist der groß. Wusstest du, dass der größer als ein T-Rex ist? Was? Nein, wusste ich nicht. Einer deiner Lieblingssaurier, ja, oder? Absolut. Toll. Und der kommt aus Afrika. Ja. Hey, sieh dir den mal an. Wow,
ein Amagasaurus. Alter Mann, du kennst so viele von... das war mal ein Brüllen. Ja. Beruhigend, dass der ein reiner Pflanzenfresser ist, oder? Ja, denn der wird bis zu 10 Meter lang. Wow, Amagasauren, ganz schön cool, oder? Ja. Okay, na dann. Oh, ich glaube, da drüben sind Raptor. Komm mit. Wow, ein Iguanodon. Oh, und sieh mal, was da noch ist. Raptor! Velociraptoren legen sich mit dem Iguanodon an. Ja. Oh Mann, der sieht ja richtig fies aus, findest du nicht? Und der arme Iguanodon so, kann mir mal jemand den Raptor da wegmachen? Oh nein! Das könnte schlimm enden. Ja. Okay, ich habe diesen Dino hier absolut nirgends gesehen. Ich glaube, Despicable G hat uns einfach nur reingelegt. Ja. Machen wir das Beste draus und sehen uns noch ein wenig um. Okay, weiter geht's. Alles klar, Park Ranger Obi, machen wir noch ein Bild, wenn wir schon hier sind? Ja. Ich glaube, die basteln uns vor einen Dschungel oder so. Cool. Darf ich nach da? Okay. Alles klar, auf drei schaut ihr mal nach da und erschreckt euch dann so richtig. 1, 2, 3. T-Rex! Okay, und gleich noch eins. Oh, nochmal. Gut gemacht. Also, das war unser erstes Bild. Und? Gefällt dir das? Nein. Oder nehmen wir das zweite Bild? Er bereitet es gerade vor. Mit meinen Taekwondo-Schlägen mache ich den T-Rex fertig. Oh ja, genau, stimmt. Und welches gefällt dir besser? Das da. Das nehmen wir? Ja. Okay, dann holen wir es. Ja, das nehmen wir. Wow, na, was hältst du von dem Bild? Hm? Park Ranger Obi? Humpel, du gibst ein super Schutzschild gegen T-Rex ab. Ja. Keine Ahnung, ob das beabsichtigt war. Okay, dann auf zu neuen Dinosauriern, oder? Und los! Ein Carnotaurus! Und wusstest du, dass das Fleischfresser aus Südamerika sind? Wow! Und sie sind auch verdammt schnell! Yeah. Und sie haben noch winzigere Hände als ein T-Rex! Wow, das ist super. Dann echt winzig! Dann buddeln wir sie mal aus, die, was? Dino-Fossilien? Ja. Gut, dann sieh mal, was du so findest. Ganz schön kalt das Wasser. Okay, wow, wie viel Zeug hast du denn in deiner Kiste? Cool. Mann, hol es mal raus und wir sehen nach, was du gefunden hast. Wow! Sieh dir das an, Mann! Ein T-Rex-Zahn! Ich glaube nicht T-Rex-Zahn, aber das könnte ziemlich gut ein Haifisch-Zahn sein. Yeah. Super cool, behalte den, wir prüfen das. Echt abgefahren. Okay, rein damit. Und wir sehen uns mal um, was es noch so gibt. Okay, Park Ranger Obi, Zeit für die Gesichtsbemalung. Weißt du schon, welche du davon willst? Schädel! Echt, den Dino-Schädel? Ja! Okay, machen wir das! Yay! Okay, das war's. Schon fertig. Oh, wow, toll. Und jetzt kannst du dich da drüben im Spiegel ansehen. Alter, Mann. Cool. Das sieht super aus. Gefällt's dir? Ja. Okay, Park Ranger Obi, dann leg mal los. Yeah. Und, hat Spaß gemacht? Ja. Großartig, oder? Okay, dann mal zurück zum Geschenkeladen, ja? Auf geht's. Dein Gesicht sieht wirklich klasse aus. Damit verjagst du jeden Dinosaurier hier. Aber ich finde, wir müssten noch im Geschenkeladen nach etwas Dinosaurier-Spielzeug suchen, damit wir die weglocken können, okay? Und los! Alles klar, das ist der Geschenkeladen. Mal sehen, was es gibt. Hey, willst du... Warte mal, was hast du denn damit vor? Dem Dinosaurier anlocken. Mit einem Schirm? Ja. Wie willst du das anstellen? Ich mache einfach so. Oh, okay, wenn du denkst, dass er sich davon beeindrucken lässt und abhaut, dann gut. Holen wir den Schirm, okay? Und los! Hat Spaß gemacht, ja. Oder? Hey, aber weißt du was? Ich glaube, Despicable G hat uns einfach an der Nase herumgeführt. Der Dinosaurier in der Dino-Show. Hier gibt's keine echten Dinos. Hey. Oh, Moment mal. Wer ruft mich denn jetzt übers Walkie-Talkie? Hier spricht Park Ranger Aaron. Schieß los. Seid ihr da, Park Ranger? Despicable G, wie kommst du immer zu unseren Walkie-Talkies durch? Ich habe niemals gesagt, in der Dino-Show. Oh, also kein Dino in der Show, sondern... Raptor! Und tschüss, Park Ranger! Du verwirrst ihn mit deinem Schirm, ich hole den Beruhigungsblaster. Ja. Funktioniert gar nicht! Oh nein, ich versteck mich! Oh nein, rennen! Keine Beruhigungsdarts! Was?
Schnell rein! Wir müssen hier abhauen! Schnell! Tür zu! Ich geht's doch gar nicht! Ha, mach's gut, Raptor! Alles klar? Das war's dann. Die letzte Kugel. Hey, Park Ranger Aaron. Richtig schöner Baum dieses Jahr. Hey, danke, Park Ranger OB. Dieses Jahr wollte ich unbedingt das weihnachtlichste Dino-Headquarter in der Nachbarschaft haben. Cool. So wird uns der Weihnachtsmann keinesfalls vergessen. Aber draußen sind doch noch mehr und weihnachtlichere Plätze. Stimmt, es gibt hier ziemlich viele weihnachtliche Plätze. Vielleicht sollten wir uns ein paar davon ansehen und Ideen holen, wie wir unsere noch weihnachtlicher gestalten können. Yeah! Finde ich da aber auch die Geschenke? Wofür Geschenke? Für meinen Wichtelpartner. Dein Wichtelpartner? Ich hab T-Bone, den T-Rex. Was, T-Bone? Den hast du als Wichtelpartner gezogen? Ja! Okay, na dann suchen wir eben nach einem Geschenk für T-Bone. Yeah! Und los geht's! Ja, danke. Man bereitet sich also auf das Weihnachtsfest vor. Strümpfe und dergleichen. Aber das wird nicht stattfinden. Nein, nein, nein. Denn ich, der Grinch, werde als Weihnachtsmann erscheinen und ihnen jegliche Weihnachtsfreude rauben. Sieh dir den Weihnachtsmann an. Ist ja großartig. Okay, das ist die Yesterland Farm. Zur Weihnachtszeit einer der weihnachtlichsten Plätze, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Wow. Und jetzt sehen wir nach, was wir hier so Weihnachtliches machen können, oder? Yeah. Okay, gehen wir mal darüber und sehen nach. Okay. Sieh mal da, hier gibt's ein Grinch-Paintball-Schießen. Cool. Wollen wir reingehen und den Grinch wegpusten? Yep. Zahlen wir ihm die Geschenkeklauerei heim. Dann mal los. Alles klar, die Paintballs hast du geladen? Ja. Okay, da werden gleich ein paar Grinches auftauchen, die sich noch verstecken. Wenn sie das tun, dann baller sie mit den Paintballs weg, yep. Okay? Zack. Da ist er, baller drauf! Oh, du hast ihn am Hut erwischt! Am Hut erwischt! Da, nimm den! Oh! Mann! Da, der da! Oder den dort! Oh, Mann! Wow, voll ins Gesicht! Gut, warte, bis der nächste auftaucht. Okay. Da ist er! Oh, so, oh! Was jetzt? Da ist er, oben auf dem Truck! Ja, friss das! Oh, du hast ihn! Ah, Zeit ist um. Schon vorbei. Okay, das war ziemlich gut. Dann bin ich jetzt dran, okay? Warte. Sind das zwei? Oh, das war direkt ins Gesicht. Da drüben, da drüben. Oh, Mann, der Grinch steckt ganz schön was ein. Okay. Starke Sache, oder? Ja. Mal sehen, was es noch so gibt. Okay. So, hast du Lust auf die Apfelkanone? Yep. Gut, dann nehmen wir so einen, okay. Ja? Gut. Du weißt noch, wie das geht? Yep. So, Startler, versuch, drück mal ganz kräftig. Das grüne Licht? Oh, ja. Es leuchtet? Okay, gut. Ziel mit dem Teil. Das war knapp. Okay, da kommt der nächste. So, und festdrücken. Ja, gut, versuch's mal. Oh, wieder zu tief. Zaun getroffen. Oh, das war knapp, noch drei. Oh, beinahe erwischt, was auch immer das war. Oh, er hüpft. Das ist dein letzter. Hau rein. Yes! Oh, immer noch zu niedrig. Naja, war echt knapp. Okay, suchen wir einen Weihnachtsbaum, yeah. Oder? Hey, ist das hier ein Esel? Ja. Okay, du kannst ja... Ich bezweifle, dass er Blätter mag. Hast du nur das? Ja. Oh, der hat was Besseres verdient. Das. Oh ja, echt. Er frisst das Blatt. Oh, du hast dein Blatt zerbrochen. Hab ich nicht gesagt. Hässlich, hä? Ja. Wo steckt der denn? Toll, Obi, Alter. Wo bist du hin? Hör auf, dich hinter den ganzen Weihnachtsbäumen zu verstecken. Alter, hast du mich erschreckt, Mann? Okay, hey, willst du mal ein ganzes Feld mit Weihnachtsbäumen sehen? Ja. Na, dann los. Yeah. Okay, Park Ranger Obi, sieh dir die ganzen Weihnachtsbäume hier. Sind das viele. Oh ja, das sind wirklich wahnsinnig viele. Oh, okay, da wird einem schwindelig. Da kommt doch ein echtes Weihnachtsgefühl auf, oder? Ja, aber ich finde, uns fehlt dazu noch etwas Eis. Eis? Wo sollen wir das denn hernehmen in Texas, hm? Oh, da wüsste ich was. Mir nach. Oh, okay, ich komme nach.
Warte, Parkranger Obi, ich weiß noch gar nicht, wo du hin willst. Komm zurück, komm zurück! Wow, sieh dir das mal an, Parkranger Obi. Wir sind auf der Gaylord Texas. Ja, und hier sind sehr viele Lichter. Ja, Lichter schon, aber wo ist das Eis, hä? Komm mit! Oh ja, gut, dass ich Jacke und Skimütze angezogen habe. Du gibst eine Eislaufbahn. Ja! Zumindest nennen die das hier so. Oh ja! Willst du zuerst Schlittschuh laufen? Ja. Okay, ich bin schon bei Olympia gelaufen. Nein, stimmt. Das bezweifle ich. Ich bin noch nie Schlittschuh gelaufen, außer als Kind. Vermutlich bin ich ziemlich schlecht darin. Hol mir Schlittschuh und probier's aus. Gleich habe ich dich eingeholt. Willst du wirklich nach da drüben? Yep. Versuch es. Und ich bekomme hier einfach keinen Halt. Dann eben doch nach da. Hat's wehgetan? Bist du okay? Ja. Hey, das war ein dreifacher Lutz. Okay, Obi, ich hab's jetzt drauf. Ich weiß, wie mein Schlittschuh läuft. Laufen wir ein Rennen? Yep. Okay, da drüben starten wir. Der Erste, der wieder angekommen ist, gewinnt. Okay. Gewinnt was? Ein Eis. Ein Eis, na gut. Okay. Kleine Trainingseinheit noch. Okay, auf die Plätze. Fertig? Los! Los. Du kriegst das Eis. Juhu! Dankeschön. Okay, Obi. Lass mal sehen, was es hier noch so gibt. Der Sturz vorhin hat mich irgendwie umgehauen. Oh, okay. Aber ich glaube, wir haben auch noch coole Sachen, die wir drinnen machen können. Ja. Gehen wir ran. Jetzt? Lust auf Rodeln? Yep. Gut, dann geht's da hoch und schon wieder ein Rennen? Yeah! Gut, mal sehen, wie das hier funktioniert und wer der Schnellste okay. ist. Los! Wow! Hey, unentschieden. Okay, Schneeball werfen. Wow, das coole Schneebälle. Alles klar? Ja. Mal sehen, ob wir treffen. Oh, hier war schlecht. Deiner aber auch. Wow! Hab ihn getroffen, Mann. Versuch mal das da. Oh, getroffen. Du hast es. Es schneit. Oh, ist das kalt. Bär. Oh, beide daneben. Beide daneben. Oh nein, nur zwei noch. Ich nur noch einen. Dann viel Glück. Oh, ganz knapp. Der Letzte. Bist du soweit? Auf was zielst du? Die Bären. Oh, oh nicht so ganz. Knapp. Ich ziele aufs Geschenk. Und zack. Du hast es. Yeah, der saß. Ja, war großartig. Perfekt. Hey, Parkranger Obi, der Platz hier ist super. Mit Eis kennst du dich ziemlich gut aus, ja, ne? Ja, mit Schneebällen liegt man nie falsch. Da hast du völlig recht. Doch weißt du was? Ich glaube, es gibt doch noch einen Platz, der noch etwas weihnachtlicher ist, oder? Ja. Und ich weiß auch welchen. Wo ist der? Ich zeig's dir, okay? Ja. Dann ab nach da. Oder da. Hä? Nein, nein, doch da. Sieh dir das an, Parkranger Obi. Der größte Indoor-Weihnachtsbaum in Amerika. Wow, ist der groß. Der steht hier in der Dallas Galleria. Größter Baum, den ich je gesehen habe. Ich weiß, Mann. Ist das nicht der weihnachtlichste Weihnachtsbaum, den man sich vorstellen kann? Ja, aber wie kriegen wir den jetzt in den Truck? Oh, in der Tat, das ist ein Problem. Daran habe ich gar nicht gedacht. Mal sehen. Ja, das könnte tatsächlich eng werden. Ich sag dir was. Wir fahren zurück zum Dino Headquarter und schmücken unseren Weihnachtsbaum zu Ende, okay? Ja. Dann ab durch die Mitte. Sehr schön. Das sollte doch passen. Die noch hier. Mein altes Dino-Kopfkissen und meine alte Dino... Das stimmt doch was nicht. Wo kommt das denn her? Das hey, Parkranger Aaron, was machst du da? Oh, hey, Parkranger OB, ne? Ich bereite mich auf den Weihnachtsmann vor und warte, bis er endlich auftaucht. Was ist das in deiner Hand? Hä? Oh, mein wichtiges Geschenk ist da drin. Für den T-Rex. Oh, du hast was gefunden. Super, Mann, ist ja cool. Aber halt mal, T-Bone kann das doch gar nicht öffnen. Oh ja, das müssen wir für ihn machen. Fantastische Idee, Alter. Wir setzen uns einfach dorthin, öffnen es und geben es yeah. T-Bone. Hä? Cool, dann los. Setz dich dahin, neben die Milch und die Kekse für den Weihnachtsmann. Okay. Okay, sollen wir also nachschauen? Aha. Es ist, wow, ein Jurassic World 93er Jeep Wrangler. Yeah! Und wir wissen ja, wie gerne T-Bone Jeeps jagt. Hm? Yeah! Dann sollten wir das Baby mal auspacken. Wow, Mann, das ist ein ziemlich cooler Jurassic Park Jeep, hä? Ja! T-Bone wird sich sofort draufstürzen wollen. Ja,
Aber ich glaube, das muss noch bis morgen warten, denn der Weihnachtsmann wird gleich erscheinen. Oh ja! Und deswegen solltest du ins Bett gehen und ich erwarte ihn hier auf der Couch und sehe, wie er direkt aus dem Kamin ins Wohnzimmer kommt. Ja, nur wahrscheinlich wirst du ihn nicht sehen. Und auch das werde ich. Er kommt direkt aus dem Kamin, dann gehe ich zurück, hole Milch und Kekse, damit ist für alles gesorgt. Okay, jetzt ab ins Bett. Nicht, dass er weiterzieht. Okay, tschüss. Gute Nacht. Oh, er schläft. Oh, das ist mal ein schöner Baum. Oh, Milch und Kekse, dazu sage ich nicht nein. Oh, die steht wohl schon seit letztem bei mir. Krankheitsdaten überprüfen. Okay, dann mal ran an die Geschenke. Oh, oh, was ist das? Dinosaurier? Ich bin hier raus, vergesst die Geschenke. Brandlosblaster nehmen? Nein, der liegt im Dino-Headquarter. Aber ich habe ein Walkie-Talkie. Damit rufen wir Park Ranger Aaron. Bitte komm, Park Ranger Aaron. Schieß los, Park Ranger Obi. Ich bin mit den Junior Park Rangern in Park 5 gefangen. Raptor umkreisen uns. Raptor? Oh, cool. Mein Traum war es schon immer, zwei Raptor gleichzeitig einzufangen. Bin sofort da. Okay, aber beeil dich besser. Oh nein, die Raptor. Die kommen. Sie kommen. Oh nein, sie kommen. Bin schon da, Leute. Bin da. Ich hab das Klicki-Klicki. Da kommt er. Okay, Leute, ich hab das Klicki-Klicki. Ich kümmere mich um die Raptor. Nimm das, Raptor. Ich hab das Klicki-Klicki. Yeah. Jawohl, los. Yeah. Los, yeah. Park Ranger Aaron. Park Ranger Aaron. Park Ranger Aaron. Yeah. Los. Bleibt, wo ihr seid. Scheint nicht zu funktionieren. Wir sind ziemlich wütend. Oh. Komm schon, nein. Raptor, bleibt weg. Wie macht Owen das mit dem Klicki-Klicki? Es funktioniert nicht, Jungs. Ich zieh mich lieber zurück. Oh, Klicki-Klicki funktioniert nicht. Keine Ahnung, warum, aber sie reagieren nicht drauf. Tja, so viel dann zu deinem Traum, ein aufstrebender Parkranger, Raptor-Trainer zu sein. Also für gewöhnlich funktioniert das. Wir brauchen einen Fluchtplan. Brauchen wir. Lass uns die Denkkappen aufsetzen und nach einem Plan suchen, ja? Einen Plan. Mir fällt keiner ein. Hat jemand einen? Nein. Wir brauchen aber dringend einen. Ich weiß! Was? Nehmen wir doch Fackeln wie damals, als du die Raptor auf der T-Rex Ranch abgelenkt und verjagt hast. Oh ja, daran kann ich mich erinnern. Das hat damals gut funktioniert, richtig. Wo ist dieses Überraschungsei, das Park Ranger Obi hier versteckt hat? Der Teil des Waldes ist irgendwie gruselig. Was war das? Ach, nur ein Vogel. Oh Mann, eine Eidechse. Da ist es. Das ist es doch. Gefunden. Oh, wow. Moment mal. Das sind ja drei. Park Ranger Obi hat doch gesagt, dass er nur eins hier versteckt hat. Ich glaube, die passen nicht alle in meinen Rucksack. Ich nehme mal nur eines mit. Oh, wie toll. Eine Kamera zum Dinos beobachten. Ich nehme das große. Da wird vermutlich das größte Spielzeug drin sein. Kamera, Kamera. So, mal sehen. Okay. Zurück zum Headquarter und dann mal sehen, was für ein Spielzeug in dem Überraschungsei ist. Super Sache. Bin total gespannt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was da drin ist. Alles matschig. Durch den ganzen Regen in letzter Zeit. Okay, dann mal zurück zum Headquarter und das Spielzeug geöffnet, also das Ei. Moment mal. Was ist das für ein Geräusch? Raptor! Einer? Zwei! Was machen die hier? Der Park ist noch nicht geöffnet. Wo kommen die Dinos denn her? Hä? Raptor!
Ranger OP, du machst die Raptor auf mich aufmerksam. Ups, sorry. Okay, ich muss diese Raptor irgendwie loswerden. Kannst du sie irgendwie ablenken? Irgendwie ablenken ist gut gesagt. Mit was denn? Ich hab hier nichts. Du hast doch noch Fackeln in deinem Rucksack. Ja, gute Idee. Fackeln. Okay, mal sehen, ob ich die zur Ablenkung irgendwie rausbekomme. Okay. Ruhig jetzt, kein Wort mehr. Oh Mann, sehen die wütend aus. Okay, Raptor, alles gut. Bleibt schön, wo ihr seid. Okay, wo sind die denn? Alle. Mach schon, Park Ranger Aaron. Los jetzt! Los geht's. Zurück! Oder soll ich sie einheizen? Kannst du haben, Raptor. Na, jetzt hast du Angst, was? Na, und du? Okay, ja, vor dem Baby fürchtet ihr euch doch, was? Okay, na dann, den schenke ich euch, Raptor. Viel Spaß wünsche ich euch damit. Ich steck das einfach in den Boden. Wie findet ihr das? Gleich soweit. Ups, ich hau noch mal ab. Die Fackel beschäftigt sie. Ich sollte mich verstecken. Bitte melden, Park Ranger Aaron. Psst, nicht so laut, Park Ranger OB. Sie haben jetzt die Fackel ausgemacht und verfolgen dich. Ja, ich sehe sie in meine Richtung laufen. Die Fackel haben sie ja schnell gelöscht. Aber warum verfolgen sie dich dann immer noch? Ja, keine Ahnung, warum die hinter mir her sind. Vielleicht wittern sie dich. Am Geruch kann's nicht liegen. Mann, ich habe heute Morgen geduscht, daran kann's nicht liegen. Na, irgendwas muss es sein. Ich sehe im Rucksack nach, vielleicht ist da was drin. Ein Schokoriegel oder irgendwas, auf das sie abfahren. Ja, gute Idee. Was ist das? Was? Was? Das Ei. Das Überraschungsei von dir. Nein, das ist keins. Wie? Das ist keins? Nein, das ist ein Raptor-Ei. Ein Raptor-Ei? Mann, das sah aus wie dein Überraschungsei. Woher hätte ich das wissen sollen? Du hast es doch im Dino-Park versteckt. Ich wäre nie darauf gekommen, dass das ein Dino-Ei ist. Ich dachte, das wäre das Überraschungsei. Gut, darum sind sie also hinter mir her. Ich muss das zurückbringen. Ansonsten jagen sie mich und fressen mich anschließend. Ja, du musst ja irgendwie raus. Gut, ich muss sie wieder ablenken. Hast du eine Idee? Du musst sie irgendwie von deiner Fährte abbringen. Gut, dann lege ich das Ei erstmal weg und suche was zum Ablenken. Leider habe ich keine Fackel mehr dabei. Ich hätte eine Idee. Ich reibe mich mit dem Schlamm hier ein, dann riechen sie mich nicht mehr. Okay. Jetzt schnell. Okay, er macht das wirklich? So gut tarnen wie möglich. Doch nicht ins Gesicht. Gut, auf geht's. Die riechen mich wohl nicht. Jetzt schnell weg. Oh, mein Hut. Oh, sie kommen. So, bitteschön. Hey, da ist das Überraschungsei. Da hinten. Was? Da hinten? Alter, das Versteck ist zu schwer. Wow, was für ein großes Ei. Oh, die Raptor kommen. Ich nehme den anderen Weg. Alles klar, Mann. Ich passe auf, was sie machen. Ich nehme den Weg hinten rum, um zum Truck zu kommen. So, ich bin sie wohl los. Die sehen sich erstmal das Ei an und lassen mich hoffentlich in Frieden. Klasse! Das Problem ist nur, wo bin ich? Ich habe mich verirrt. Ich bin in einem Teil des Parks, den ich nie zuvor gesehen habe. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich sollte jetzt einen Weg finden, zurück zum Truck, an dem keine Raptor lauern. Weißt du gerade, wo Norden ist? Ich nehme den Kompass. Ich melde mich, wenn ich mich verlaufe. 10-4.
Da ist Norden. Da ist Süden. Der Truck steht Osten. Da lang. Doppelte Strecke da lang. Okay. Sollte klappen. Muss klappen. Mit dem grünen Ei bin ich eine wandelnde Zielscheibe. Gut, los geht's. Was ist da los? Die umkreisen mich. Komm schon. Fackeln wären eine gute Idee, aber geht nicht. Wir haben keine. Oh Mann. Kommt schon, Cousin Jack, Cousine Ella. Euch muss unbedingt was einfallen. Wir müssen hier raus. Idee. Hast du? Ja, wir könnten die Raptor ablenken mit einem Baby-Raptor, wie damals im Fort Box. Gute Idee von dir. Yeah. Ja, daran kann ich mich erinnern. Wisst ihr noch? Ja. Yeah. Halt, warte. Die Tür ist offen. Hast du die offen gelassen? Nein. Warum ist die dann offen? Keine Ahnung. Okay. Vermutlich alles okay, aber sehen wir nach. Überprüfen wir das mal. Aber vorsichtig, immer schön langsam. Ich sehe hier noch mal nach. Alter Mann, ich komme auch noch. Gut, alles klar. Siehst du was? Nein, noch nicht. Ganz schön heiß hier. Aber weißt du was? Wir ziehen erstmal die Winterklamotten aus, okay? Ja. Puh. Und jetzt sehen wir nach, ob hier irgendwas Ungewöhnliches ist, ja? Okay. Was ist das, Alter? Das ist mein Fort Box, das ich gestern mit Spielen gebaut habe. Dein Fort Box? Ja! Das ist ja ziemlich cool. Aber Moment, gestern? Hast du etwa die Tür offen gelassen? Bäh. Okay, na auf jeden Fall ein wirklich cooles Fur, muss ich schon sagen. Es hat sich bewegt. Ja, ich hab's auch gesehen. Was? Oh, schon wieder bewegt. Da muss irgendwas drin sein. Ich glaube, das könnte ein Dinosaurier sein. Gut, wir müssen da rein und nachsehen. Wir brauchen Schutzausrüstung. Wir sollten auf jeden Fall ein paar Schlummerdarts mitnehmen. Dann los. Gehen wir. Okay, sieh dir unseren neuen Arsenaltisch an. Speziell für das neue Dino-Headquarter. Yeah! Okay, du brauchst auf jeden Fall einen Schlummerdart-Blaster. Oh, du willst den aus? Ja. Na gut, ich glaube, ich nehme den hier. Dein Weihnachtsgeschenk in Ordnung? Okay. Wir müssen das Baby nur noch richtig einstellen. Und dann noch... Ach, Schuhe brauchen wir keine. Moment mal. Eins, zwei, drei. Warum drei Paar Schuhe? Na, ich habe einen neuen Parkranger eingestellt. Einen neuen Parkranger? Von was redest du überhaupt? Zappelt schon wieder! Ja! Wir kümmern uns erst um den Dino. Das mit dem Parkranger klären wir später, okay? Schnell, Stirnlampe nehmen und Dinosaurier suchen, okay? Alles klar, die da. Au! Oh. Warum dauert das denn so lange? Okay. Okay. Okay, endlich fertig? Ja. Dann los jetzt. Du an das Ende, ich an das andere. Gut. So, Parkranger Obi. Du gehst auf der Seite rein, ich auf dieser. Und in der Mitte fangen wir es. Alles und klar. Los. Mann, ganz schön eng. Ich sehe es. Da ist es. Genau was? Hier! Oh Mann! Schieß doch nicht auf mich mit deinen Schlummerdarts! Ich bin's nur, Mann! Entschuldigung! Egal, geh du den Weg weiter, ich komm zu dir und in der Mitte fangen wir ihn, okay? Okay! Okay, ah! Oh Mann! Jetzt weiß ich, wie sich Dosenfutter fühlt! Hm. Oh, mein Licht verabschiedet sich. Gut, weiter geht's. Okay, in der Mitte fangen wir es, okay? Ja. Ja. Da ist nichts zu sehen. Na gut. Wir werden ihn schnappen. Jetzt bin ich auf 180. Wo ist der? Da nicht. Muss hier sein. So, da muss er sein. Nein, er ist schon raus. Verdammt. Da ist er. Oh, Mann. Oh, Parkranger Obi. Du hast mich mit dem Schlummerdart ins Bein getroffen. Okay. Wir müssen an ihm vorbeigelaufen sein. Geh du doch einfach zurück in den Ausgang und ich gehe in okay. den Ausgang. Gut. Oder wir tauschen. Du da rein und ich dafür da rein. Na dann. Nicht lustig, Mann. Mm-hmm.
muss da lang sein. Wir sind von vorhin vorbeigelaufen. Okay, Park Ranger OB, siehst du ihn? Nein! Oh, was ist das? Er ist auf dem Dach. Das Dach bewegt sich. Kein Wunder, dass wir ihn hier drin nicht finden. Er ist draußen. Ja. Wir müssen raus und ihn schnappen. Nimm du den Tunnel hier in der Mitte. Ich folge dir und draußen fangen wir ihn, okay? Okay. Hey, Mann! Was? Lass mich mal raus! Wo ist er? Siehst du ihn? Nein! Da ist er! Ja! Ein Baby-Raptor! Ja, du hast recht! Ein Baby-Raptor! Okay, wir müssen einen Weg finden, ihn zu fangen und zur Mama zurückzubringen, ja? Genau! Was nehmen wir? Diesen Eimer da. Ja! Siehst du das Deckchen da drin? Ja. Wir holen uns das Deckchen und schmeißen es über das Baby drüber. Zugedeckt lässt es sich leichter fangen. Und dann bringen wir es einfach nach draußen. Ja, ich beschütze dich. Gut, beschütze mich. Du gibst mir also Deckung, ja? Genau. Gut, auf drei gehen wir los. Alles klar. Okay. Eins. Warte, bei drei direkt los? Ja. Eins, zwei, los! Drei. Achtung, pass auf. Hey, du hast es. Yeah. Oh, oh. Yeah, jetzt versuchst du dich zu wehren. Ja, das ist ein kleiner Baby-Raptor. Sieh ihn dir an, Mann. Wow, oh, das würde ich lieber nicht tun. Oh, wow, okay. Frecher kleiner Stinker hier. Okay. Ah, gut. Wir müssen entscheiden, was wir mit ihm anstellen. Also, seine Mama müsste ja irgendwo hier sein. Also, wir bringen ihn am besten nach draußen. Ich setze ihn in den Eimer da. Gut, halt mal am Fenster Ausschau. Ob du Mama Raptor irgendwo siehst. Okay, ich nehme noch einen Blaster mit für alle Fälle. Wir wollen sicher sein, dass die Mama nicht da ist, wenn wir den Kleinen rausbringen, damit sie nicht noch denkt, wir wollen ihn stehlen. Dann legen wir ihn mal in den Eimer. Also, dann los geht's, Raptor. So, auf geht's. Vorwärts. Los. Also. Die Tür ist offen! Jetzt schnell! Hierher, Park Ranger Aaron! Ich brauche Hilfe! Ein Raptor will hier rein! Komm her, Park Ranger Aaron! Das ist Mama Raptor! Ich bin unterwegs, Park Ranger OB! Schließ die Tür. Oh. Puh. Die wird ganz schön sauer. Ja. Wow, okay, alles klar. Offensichtlich ist das Mama Raptor, richtig? Sie sucht nach ihrem Baby da drüben. Also brauchen wir jetzt einen Plan, wie das Baby zu ihr zurückkommt, ohne dass wir gefressen werden. Hey, du bist mir auf den Fuß gesprungen. Egal, was machen wir nun? Ich habe eine Idee. Was? Wir bringen diesen Baby Raptor aus der Tür da hinten nach draußen und rennen dann zurück hierher und weiter zum Truck. Okay, sehr guter Plan. Okay. Ich nehme das Baby und dann bringe ich es auf die Terrasse. Und ich gehe nach da und warne dich, wenn die Mama kommt. Gut, klingt sehr gut. Auf geht's. Schnell weg hier. Okay, ist sie weg? Ja. Gut, alles da. Dann Jacken holen sie draußen. Ja, oder? Aber was ist mit dem Futter für die Dinosaurier? Oh Mann, nach dem hier soll die sich einfach selbst versuchen, okay? Yeah. Holen wir die Jacken und hauen ab. Ja. Schnell. Ich glaube, sie ist weg. Ja. Okay, dann raus. Hast du die Schlüssel? Oh, ja, ich schau nach. Es schneit. Ja.
Mann, das wird ein heftiger Sturm werden. Ja. Aber den Dinos kann das nichts anhaben. Ja. Schnell weg. Shh. Okay. Was war das? Mama Dinosaurier, sie kommt zurück. Lauf! Oh! Ich krieg die Tür nicht auf. Yeah! Scheiße! Anschneiden! Ja, aber das wird nicht funktionieren mit dem Baby Raptor. Einfach weil wir keinen haben. Kommt schon, Leute, denkt nach. Wir brauchen einen Plan. Ich habe einen Plan. Oh, Ella. Was denn, Cousine Ella? Wir nehmen das ferngesteuerte Auto, wie damals, als Obi einen T-Rex bei Jurassic Crest gesehen hat. Oh ja, das hat wunderbar funktioniert, ja, oder? Daran erinnere ich mich. Hey, Park Ranger Obi. Park Ranger. Hey, sorry wegen vorhin. Hey, du bist heil zurück. Alles klar. Alle Dinosaurier sind sicher, unversehrt und unverletzt. Was ist mit den Türen? Alle abgeschlossen. Gut, und wir eingeschlossen. Alles fertig für unsere erste Nacht als Wachmänner. Genau. Okay. Okay. Und das dauerte volle 7 Minuten. Oh Mann. Was fangen wir mit den restlichen 7 Stunden und 53 Minuten an? Tja, ich hätte eine Idee. Was? Ich werde aufs Klo rennen. Aufs Klo? Okay, dann geh mal. Okay. Ich halte hier so lange die Stellung, ja? Alles klar. Na, fein. Schön. Bis dann. Park Ranger Ubi, denk ans Walkie-Talkie. Okay. Er wird's wohl eh nicht brauchen. Aber das bringt mich auf eine Idee. Hallo? Ja. Hallo. Echo! Montag, Montag, Montag! Monster Truck Rennen! Oh, noch besser. Nachsehen. Ja, so. Okay, aber das wird's ja nicht gewesen sein. Was soll... Da ist das Geräusch wieder. Ich glaube nicht, dass das eine von den Figuren ist. Das klang nach einem echten Dino. Das sollte ich überprüfen. Moment mal, das könnte ein T-Rex da hinten sein. Na, das wäre doch... T-Rex! Er ist lebendig geworden. Und er ist genau bei... Park Ranger Obi! Warte, ist das Park Ranger Aaron da drüben? Ja, komm her. Jetzt. Was? Was heißt denn, und was bedeutet, Komm her, komm her! Alter, lauf zu mir, komm jetzt her! Oh, er will wohl, dass ich zu ihm komme. Ja, okay, beim Wachbüro treffen wir uns. Obi, Vorsicht! Ha! Schneller! So. So. Au! Ist er weg? Okay. Okay.
Okay, also irgendwas hat den T-Rex zum Leben erweckt. Ja. Gut. Du hast gehört, was Dustin gesagt hat. Nichts hier reinlassen oder raus. Zum Glück hast du ja die Türen abgeschlossen, ja, stimmt's? Ja, aber ich bin nicht sicher, wie es mit denen neben dem Imbisswagen aussieht. Gut, dann pass auf. Ich überprüfe die. Und du versteckst dich unter dem Tisch, solange ich weg bin. Die Idee gefällt mir. Na, dann mal los. Okay. Schalte dein Walkie-Talkie ein. Ja, pssst. Und los geht's. Eye of the Tiger. Psst, aufhören, Opi. Sofort aufhören. Okay. Sehr schön, da sind die Türen. Gleich geschafft. Hä? Schneller, er kommt. Beeil dich ein bisschen. Alles klar, psst, ich komm zurück, ich komm zurück. Er ist gleich da. Los doch. Ach schon, beeil dich. Danke. Okay, wir müssen diesen T-Rex wieder zurückbekommen auf seine Plattform und in eine leblose Figur zurückverwandeln, bevor das denn auftaucht, sonst sind wir in echten Schwierigkeiten. Hey! Nehmen wir doch die Einfrierpfeile. Das ist gut, aber warte mal kurz. Wir können ihn hier nicht einfrieren. Hier direkt vor unserem Wachbürotisch. Der muss erstmal zurück auf die Plattform. Könnte das dabei helfen? Oh, das ferngesteuerte Auto. Ja. Oh ja, wir locken ihn rüber zu seiner Plattform und dort frieren wir ihn ein. Ja, aber warum sollte er dem Auto denn folgen? Tja, gute Frage. Ich wäre überrascht, wenn er das tut. Ja, aber da habe ich auch schon was. Was hältst du von dem Dino-Knochen hier? Hä? Wie verbinden wir den mit dem ferngesteuerten Jeep? Ich habe das hier dabei. Wir binden es daran fest, fahren das Bein dorthin und dann wird eingefroren. Er ist zurück auf der Plattform und niemand wird es je erfahren. Ja. Okay, legen wir los. Gut. Das sollte funktionieren. Perfekt. Ich nehme den Frostpfeilblaster und warte drüben bei der Plattform, okay? Shh, jetzt aber ruhig. Er sieht in die andere Richtung. Schnell, hinter die Mülltonne da drüben. Okay. Okay. Hol dein Modellauto raus. Los. Hat sich verheddert. Verheddert? Muss gehen. Okay. Warte hier, bis ich in Position bin. Halte dich bereit. Ist gut. Gib mir vielleicht so 2 Sekunden. Wo ist dein Walkie-Talkie? Ich sag dir Bescheid, wenn's losgeht. Okay. Okay, los geht's. Bleib hier und sei wachsam. Mach's auch nicht zu schnell. T-Rex könnte das Interesse verlieren. Der Platz ist gut. Direkt neben dem Punkt, an dem T-Rex stehen soll. Leg los, Park Ranger OB. Funktioniert! T-Rex jagt den Knoch. Funktioniert! Ist das T-Rex? Am richtigen Ort eingefroren. Und niemand weiß, dass er lebendig war und herumlief. Großartig. Hey, Park Ranger OB. Yeah. Super Idee, Cousine Ella. Aber wir haben dummerweise kein Modellauto dabei. Mhm. Kommt schon, es muss uns doch noch mehr einfallen. Ich hab eine Idee. Du hast noch eine? Schieß los. Wir nehmen die blaue Raptor-Maske. Wie damals, als OB den Raptor im Kühlschrank fand. Oh, weißt du das noch? Oh, ja. Ja, der Kühlschrank. Ja, das war klasse. Oh, Mann. Was macht Park Ranger OB denn so lang? Ein Erdbeben! Wow,
Ich habe noch nie ein Erdbeben erlebt. Puh, was wenn der Riss im Boden was damit zu tun hat? Okay, das muss ich mir ansehen. Oh, hey, einer der neuen Superpower-Schlummerdartblaster von uns. Den nehme ich mit, falls irgendwelche Dinos ausgebrochen sein sollten. Alles klar, dann auf zum Riss. Raptor, Kühlschrank! Was nun? Was tun? Fenster! Ich kletter aus dem Fenster. Halt, warte. Geschlossen! Da komme ich nicht raus. Okay, mal sehen. Vielleicht ist da was drin, was mir helfen kann. Heiliges Kanonenrohr. Was für ein Rauch. Dampf? Keine Ahnung. Es kommt aus dem Riss. Ist das Lava da drin? Verdammt heiß. Ich glaube, das ist Lava. Das kann wirklich von einem Vulkan kommen. Park Ranger Obi hat vielleicht recht. Seltsames Geräusch. Tatsächlich ein Vulkan. Ein echter Vulkan. Und der bricht aus. Oh mein Gott. Er bricht aus. Das ist ja... Das wird den ganzen Dinosaurierpark zerstören. Oh nein. Ich habe mich angeschossen mit dem neuen Schlummerdart. Das hilft nichts. Die blaue Maske, das könnte funktionieren. Psst. Ich muss nur still sein. Hat funktioniert! Jetzt nichts hier raus! Oh Mann, die Schlummerdarts haben es in sich. Hey, Moment mal. Ich kann Arme und Beine nicht bewegen. Gar nicht gut. Ich hätte die Teile nicht so überpowered machen sollen. Was ist das für ein Geräusch? Eine Raptor-Massenpanik wegen des Vulkans. Und die müssen natürlich genau hier lang. Ich muss hier weg. Was läuft, Mann? Ein Raptor! Und zwar mir hinterher! Ein Raptor? Wir haben größere Probleme als ein Raptor. Da ist ein Vulkan, der ausbricht und der den ganzen Dinosaurierpark zerstört. Wo? Ey, warte mal. Da ist kein Vulkan. Das war nur ein Traum, Alter! Ja, aber dieser Raptor ist kein Traum! Raptor? Wir müssen weg hier, sofort! Auf geht's! Komm schon! Hm.
Parkranger Obi! Warte doch! Komm zurück, Mann! Komm zurück, Parkranger Obi! Das ist eine super gute Idee, Cousine Ella. Aber dummerweise haben wir die blaue Raptor-Maske auch Mann, nicht. Warte. Komm schon, Leute, denkt nach. Da muss doch irgendwas dabei gewesen. Ich hab eine Idee. Wir könnten die Raptor ansprühen, wie bei der Geschichte mit den Raptern am Pool. Oh ja, du sahst sie damals am Pool. Ja, ich erinnere mich. Alles klar. Lass uns unsere Überraschung mal reinbringen und aufmachen, oder? Was war das? Oh. Raptor! Schnell verstecken, hier. Hier bei der Gasflasche verstecken. Also, der Raptor ist genau da vorne. Er trinkt aus dem Pool. Wow. Ich hab's doch gesagt. Sie brauchen die Abkühlstation, damit sie nicht austrocknen, ha? Austrocknen? Ja, eben nicht austrocknen, deswegen das ganze Wasser. An einem wirklich heißen Tag brauchst du echt viel davon. Ja. Hey! Warum reden wir eigentlich über sowas, wenn dort ein Raptor rumsteht? Oh, lass uns jetzt nicht über Flüssigkeitsmangel sprechen. Okay. Wir müssen einen Abstecher zum Dino-Headquarter machen, um herauszufinden, was in diesen Überraschungen ist, die Park Ranger Jay für uns hat. Allerdings wird das mit dem Abstecher eher schwierig. Die Raptor werden uns sehen und dann schnappen sie uns. Ja. Wir brauchen einen Plan. Ich habe eine Idee. Folge mir. Dir folgen? Ich will dir nicht folgen. Was ist dein Plan? Schleichen, ganz leise. Psst, äußerst leise. Ich bleibe hier und bewache die Überraschungen. Pass auf ihn auf. Was machst du? Oh, du hast den Blaster. Gute Idee. Beeil dich. Nimm dein Zeug hier. Schnell. Du hast eins vergessen. Ich habe eins vergessen. Hier. Komm schon, los. Er kommt. Schnell. Geh rein. Die Tür zu. Jetzt. Beeilung! Ja, großartige Idee, Cousin Jack, aber leider haben wir auch keine Brause. Oh nein. Uns muss doch was einfallen mit etwas, das wir bei uns haben. Es gibt da etwas, das wir bei uns haben. Was? Den neuen gigantischen T-Rex in meinem Rucksack. Hast du dabei? Ja. Na, dann hol ihn doch raus, Mann. Ruhig. Mein Arm steckt fest. Au, Wow, na sieh mal einer an. Wow. Der das ist echt groß. Ist er. Seht nur, wie groß er ist, dieser grollende, gigantische, Jurassic-worldige T-Rex. Ja, und die Kratzspuren. Oh ja, er hat sich im Kampf verletzt. Cool. Kann er seinen Mund aufmachen? Versuchen wir es. Cool. Okay, das ist echt cool. Aber wie hilft uns der hier gegen die Raptor? Ich werde sie damit erschrecken. Oh, okay, cool. Yeah. Dann wirst du ihnen Angst einjagen und wir rennen zum Truck? Yep. Ich opfere mich für das Team. Du schaffst das. Mach weiter so, Parkranger Obi, du treibst sie weg! Schnell, Cousins, ab zum Truck! Wartet auf mich, Leute! Wartet auf mich! Alle rein in den Truck! Wo sind die Schlüssel? Ach, da. In den Truck! Alle schnell rein! Alle rein! Rein mit euch, wir müssen los! Sind alle drin! Mach zu! T-Rex! Wuhu, in Sicherheit!